In der Debatte um den Industriestrompreis gibt es drei Annahmen, die schon einmal falsch sind. Erstens. Unternehmen in Deutschland bezahlen nicht gleich viel für ihren Strom. Es ist einfach so, dass sehr unterschiedliche Preise gezahlt werden. Und wir wissen eigentlich auch nicht genau, wie viel jeweils. Denn zum Beispiel Aurubis hat nun erklärt, sie hätten bis zum Jahr 2039 so günstige Konditionen von ihrem Lieferanten bekommen, dass sie gerne in Hamburg weiter investieren. Zweitens. Die Aussage, die deutsche Industrie bezahlt den höchsten Strompreis in Europa, das ist auch nicht zutreffend. Wir liegen in Deutschland knapp unter dem mittleren Wert in Europa. Zwar ist der Strompreis in Deutschland zu hoch, nur dieses Argument zieht eben auch nicht. Und drittens, alle Verbände und Experten würden einen Industriestrompreis befürworten. Auch das ist nicht zutreffend. Ja, es gibt die IGBCE in Einheit mit dem VCI, die diesen Industriestrompreis bevorzugen. Aber VDMA oder auch die Familienunternehmen oder ZDH und DIHK lehnen den Industriestrompreis ab. Die Wissenschaft in großer Mehrheit außerdem auch. Also, meine Damen und Herren, wir als FDP sind vom Konzept des Industriebrückenstrompreises oder wie man es auch nennen will, nicht überzeugt. Also müssen wir Alternativen anbieten. Unser entscheidender Punkt ist, wir wollen sogenannte PPAs einführen. Was heißt das inhaltlich? Industriebetriebe sollen Direktlieferverträge mit den Anlagenbetreibern von erneuerbaren Energien abschließen können. Dabei sollten sie den Strom selbst erzeugen und verbrauchen und so entsprechend dies behandeln. Das würde dazu führen, dass Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte entsprechend reduziert werden würden. Zudem ist dieser Strom günstiger, weil er eben aus erneuerbaren Energien kommt. Damit könnten nicht nur energieintensive Betriebe, sondern auch KMU mit günstigem Strom versorgt werden, wenn sie sich zum Beispiel in Genossenschaften zusammenschließen würden. Zweitens, das ist angesprochen worden, wir sollten die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau senken. Und, Herr Kollege Banaschak, wenn wir es in einem Schritt nicht machen können, weil wir eben keine 8 Milliarden in Anführungszeichen frei haben, man kann das ja auch in Schritten machen, dann hat man auch eine entsprechende Perspektive und eben nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für die Rentnerinnen, den Studenten und den deutschen Mittelstand. Und drittens, wenn die Lage tatsächlich so schwer ist, wie beschrieben, und wir folgen der Analyse zumindest teilweise, können wir uns vorstellen, dass wir den Spitzenausgleich für Strom bei energieintensiven Unternehmen weiterhin fortlaufen lassen. Aber ich sage Ihnen deswegen unsere Kritik beim Brückenstrompreis. Dieser Spitzenausgleich ist eingeführt worden 1999, um kurzfristig energieintensiven Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, eine Hilfe zu geben. Jetzt sind 24 Jahre vergangen, und diese Subvention gibt es immer noch. Sie verstehen vielleicht auch unsere Skepsis bei solchen Maßnahmen. Und vielleicht noch einige Bemerkungen. Die Industrie fordert Planungssicherheit. Aber beim Brückenstrompreis habe ich schon so viele Jahre gehört, wie lange er denn dauern soll. 2 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre, 12 Jahre. All das führt nicht dazu, der Industrie, die einen Investitionshorizont von 10, 15, 20 Jahren hat, eine Planungssicherheit zu geben. Es ist also vollkommen unklar, wohin die Brücke führt. Außerdem wird durch einen Industriestrompreis nicht mehr Strom produziert. Und das ist doch das Kernproblem, meine Damen und Herren. Wir müssen einfach ein höheres Angebot an Strom schaffen. Dann wird sich auch der Preis wieder beruhigen. Und außerdem eine letzte Bemerkung. Wenn wir einen solchen Brückentransformations- oder sonst wie Strompreis einführen würden, wir sind abhängig von Brüssel. Das heißt, wir könnten davon ausgehen, selbst wenn wir uns im Herbst darauf einigen würden, es würde frühestens am 01.01.2025 bei den Unternehmen ankommen. Deswegen lassen Sie uns einen alternativen Weg gehen. Ich habe die Vorschläge vorgetragen. Vielen Dank.